Ja, moin. Mein Name ist Sven Schäffler. Wir sind hier heute auf der Deichschäferei Holle an der Hunte. Wir bewirtschaften so ca. 160 Hektar Grünland und Deichfläche mit 1000 Muttertieren und den dazugehörigen Lämmern, wo irgendwo bei 1700, 1800 Lämmer landen und ziehen unsere Drillingsgeburten, einen davon, an der Lämmertränke von oben auf. Wie bin ich auf den Tränkautomaten von Urban gekommen? Das Ganze ist gestartet 2013, wo ich meine Meisterarbeit begonnen habe in der Fachrichtung Schafhaltung. Welche Aufzuchtform für die Tiere und auch wirtschaftlich am besten ist. Und da Lämmermilchpulver ziemlich hochpreisig ist, kam in meinem Versuch einfach raus, dass eine rationierte Fütterung tatsächlich wirtschaftlich und auch für die Tiere sogar am besten ist, da sie nach den Absätzen keinen, ich sag mal, Schock erleiden, sondern langsam abgetränkt werden, sich früh genug auf Raufutter umstellen können und Kraftfutter. Ja, die Drillingslämmer oder eins gesagt davon bleibt ca. 24 Stunden bei den Schaf, damit es sich auch seine Biestmilch abholt. Dann kommt es von Schafstall hier rüber, haben wir so eine kleine Eggbox, wo das Lamm dann die erste Zeit mit Flasche gefüttert wird, um an den Nuckel und an der Tränkemilch gewöhnt wird. Wenn es die Flasche gut nimmt, gehen wir rüber zu den Automaten und versuchen das Lamm dort anzusetzen. Hierfür habe ich mir eine Tränkemarke angelegt, die eine Ad libitum Tränke ist, die ständig Anrecht hat, um zu sehen, kann das Lamm schon an den Automaten tränken oder noch nicht? Wenn es das kann, kriegt es die Betriebsuhrmarke eingezogen und ich kann weiter über den Automaten beobachten, ob es selbstständig zu Tränke gegangen ist und ausreichend gesoffen hat oder nicht. In der ersten Zeit bleiben die Lämmer dann direkt hier vorne in der Box. Über den Automaten erkenne ich, ob die Tiere regelmäßig trinken und ausreichend trinken. Dann schicke ich sie eine Station weiter. Ab ca. 5-6 Tagen sortiere ich die Tiere dann in allgemeiner Stärke. Dominantere Tiere und stärkere Tiere setze ich zusammen und eher weniger dominantere und etwas schwächere Tiere kommen in eine Extragruppe. Ja, an den Automaten kann ich erkennen, wie der Gesundheitszustand ist und wie das Trinkverhalten der Tiere ist. Hier kann man es gut sehen, hier ist zum Beispiel 1,4 und Futter auf 1. Und zum Beispiel habe ich hier auch Tiere, die dann vielleicht in Rot sind, ein eher schlechtes Trinkverhalten, oder in Orange ein mittelmäßiges Trinkverhalten. Und ich mache immer ganz gerne Tiere, die in 1 sind, in eine starke Gruppe, und welche, die ein schlechteres Trinkverhalten haben, kommen in eine gesonderte Gruppe, damit die nicht von den Starken unterdrückt werden und weiterhin gut aufwachsen. Was ein großer Vorteil ist, dass man an der Station sehen kann, wie viel die Tiere noch zu saufen haben oder in der Anlernphase mit der Anlernmarke, wie wir sie schon getrunken haben. Wir haben eine beidseitige Antenne, was ein Erkennen der Tiere immer sichert. Für mich ist der größte Vorteil oder einer mit der größten Vorteile des Automatens, da wir die meiste Arbeit ja dann in Lammzeit haben und sowieso Arbeitszeit sehr knapp gesät ist, dass ich einfach eine sehr gute Übersicht über die Tiere habe, welche Tiere waren da, welche Tiere haben sich nicht ihren Soll abgeholt, und vor allen Dingen der Automat reinigt zweimal täglich, was eine enorme Zeitersparnis und auf jeden Fall ein Plus, Mega-Plus für die Hygiene in dem Stall für die Lämmer ist. Was für uns auch sehr gut ist und ein starker Vorteil ist von den Automaten, ist, dass wir Milch für die Flasche direkt aus den Automaten abzapfen können. Somit ist eine permanent gleichbleibende Dosierung gegeben und vor allen Dingen auch gleichbleibende Temperatur der Milch. Das kann ich einmal vorführen. Einfach Flasche drunter, einen Knopf drücken und die beliebige Menge einfüllen. Nuckel drauf. Lämmerfutter.